Das soll ich auch hier raus, ne? Ja, sobald es kriegst, das wirst du wohl nicht ganz rauskriegen, aber weg sollte es schon. Weil die haben ja eine Pfahlwurzel. Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir zusammen die Topinambur einpflanzen, die der Dirk uns geschickt hat. Ich werde allerdings nur eine Knolle einpflanzen. Die anderen, ja, muss ich mal gucken, die werde ich noch woanders unterbringen. Aber hier im Topf werde ich jetzt eine pflanzen, denn das ist vollkommen ausreichend für so ein großes Behältnis. Denn die Pflanze wächst wirklich rasant. Also man wird sich wundern im Laufe des Sommers, wie diese Pflanze sich entwickelt. Aber das werde ich euch dann später auch noch zeigen. Jetzt geht es erstmal ans Einpflanzen. Dann wollen wir die Topinambur jetzt mal einpflanzen. Das hier ist die Knolle. Man kann übrigens auch einzelne Stücke nehmen. Also man muss jetzt nicht so eine kompakte Knolle einpflanzen. Nur ich mache das jetzt einfach mal, weil der Topf relativ groß ist. Wobei eine kleine Knolle voraussichtlich auch ausreichen würde für den Topf. Aber wir brauchen sehr viel Platz für die Topinambur. Denn es ist eine Sonnenblume und die wird mächtig hoch und braucht dementsprechend auch sehr viel Raum und Feuchtigkeit später auch. Und das erreichen wir nur, wenn wir wirklich einen großen Bottich haben. Ansonsten können wir eigentlich den ganzen Tag dabei stehen und gießen. Wir pflanzen die Knolle jetzt ca. 10 cm tief ein. Ich habe hier Komposterde verwendet. Ich habe sie jetzt so hoch schon, dass sie komplett drin ist. Den Rest füllen wir jetzt mit Erde auf. So haben wir jetzt die Knolle 10 cm tief eingegraben. Das Ganze wird jetzt noch gut angewässert. Tja, und jetzt warten wir darauf, dass die Knolle aus der Erde kommt und wächst. Da haben wir jetzt die Topinambur drin. Und hier haben wir Kartoffeln drin. Da hatte ich auch einen Film zugemacht. Und bei diesem hier, so man es gut erkennen kann, aber ich denke mal schon, dort kommt bereits das erste Pflänzchen heraus. Und das ist die Blue Congo. Die ist also ein bisschen zügiger als die Allianz. Hier bricht auch langsam der Boden auf, aber ist noch nichts zu sehen. Und das ist übrigens Kaffeesatz. Den streue ich so ein bis zwei Zentimeter drüber, denn das gibt nochmal gute Nährstoffe. Die Indianerknolle oder auch Knollensonnenblume oder auch Jerusalem-Artischocke und es gibt noch viele, viele andere Namen, die diese Pflanze trägt, ist, wie soll man sagen, eine Sonnenblume, die Früchte trägt. Das ist sehr interessant und wir werden das jetzt verfolgen, wie die Pflanze sich im Laufe des Jahres entwickelt. Es gibt so ein paar Sachen zu beachten. Zum Beispiel darf die Knollensonnenblume nicht zu viele Nährstoffe bekommen, denn dann wächst sie zwar sehr stark im Kraut und macht auch viele Blüten, aber dann entwickeln sich die Knollen nicht so gut. Also da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zu viel düngen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sie mag keine Staunässe. Gut, im Topf wird das sowieso nicht passieren, weil was zu viel am Wasser ist, geht eh wieder raus. Aber wenn man sich die Knollen jetzt in den Garten pflanzt, sollte man schon darauf achten, dass hier also keine Staunässe entsteht, denn dann faulen die Knollen und dann wird die ganze Geschichte nichts. Also die brauchen durchlässigen, lockeren Boden. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Indianerknolle ist ein Wintergemüse. Das heißt, wir pflanzen sie jetzt zum Frühjahr. Wir lassen sie wachsen bis zum Herbst und wenn der oberirdische Teil abstirbt, also die Sonne im Prinzip verschwinden, dann ist die Indianerknolle erntereif. Und das Schöne daran ist, man kann sie draußen lassen, also sie verfriert nicht. Und wir können im Prinzip dann im ganzen Winter, wenn wir ein paar Knollen haben möchten, uns die aus der Erde buddeln, wenn es denn frostfrei ist und uns damit dann versorgen und essen. Die Sonnenblume wird 3 Meter hoch, also bis zu 3 Meter, wahrscheinlich auch sogar noch ein bisschen mehr, denke ich mal, je nachdem, wie sie halt versorgt wird. Und ganz wichtig dabei ist jetzt, dass wenn wir sie im Garten pflanzen, ja, ihr Einhalt gebieten, denn diese Knollen, die vermehren sich im Garten wie wild. Also die können wirklich verwildern, das heißt, also wir haben hinter den ganzen Garten voll mit diesen Knollen. Das ist natürlich auch nicht gewollt. Hallo Svenja. Man kann sich damit behelfen, dass man Rhizomsperre einbaut, dass die so 30, 40 cm tief ist, dass die Pflanzen dann nicht mehr ausufern können und sich im ganzen Garten verbreiten können. Ansonsten kann man natürlich auch, wenn sie erntereif ist, dann zum Herbst komplett alle Knollen ausbuddeln, sich ein paar behalten, wollte ich gerade sagen, das geht nicht, denn die Knolle ist nicht lagerfähig. Also wir müssen schon welche im Boden belassen, wenn wir sie wieder vermehren wollen und dann zum Frühjahr ausgraben und wieder einpflanzen. Ansonsten, wie gesagt, wenn wir nicht die ganzen Knollen rausholen, dann haben wir irgendwann den ganzen Garten voll. Aber wie gesagt, zum Weitervermehren lassen wir sie im Boden drin bis zum Frühjahr, holen sie dann raus und pflanzen sie um. Und dann können wir den Rest auch ausbuddeln und dann ist die Fläche wieder frei davon. Das ist also ganz, ganz wichtig, denn sonst wachsen die Dinger wirklich überall.
So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Fröhlich. Tschüss. Ciao. Nicht wundern, ist ein bisschen überbelichtet. Das hat einen Grund. Und zwar zeige ich euch jetzt mal eben die kleinen Kartoffelchen bzw. die Keimlinge, die wir eingepflanzt hatten, die von den Kartoffeln abgebrochen waren. Und sie wachsen. Ich bin echt mal gespannt, ob daraus auch mal Kartoffeln kommen. Auf jeden Fall wachsen die Keimlinge. Hier nochmal eine kleine Nahaufnahme von der Topinambur, der Indianerknolle. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die schmecken, aber das werden wir dann im Herbst erfahren. Auf jeden Fall sind das ganz schön dicke Knollen, also relativ dick. Das soll ich auch hier raus, ne? Ja, sobald es kriegst, das wirst du wohl nicht ganz rauskriegen, aber weg sollte es schon. Weil die haben ja eine Pfahlwurzel. Der Löwenzahn.